Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück hier auf Valheim. Folgendes. Okay, musste ich nicht. Es sah so grau aus. So, die Farm, es wächst und gedeiht. Was wir momentan machen? Oh, was ist denn da los? Ach, da ist ein Pilz dazwischen. Ja, die kann ich gleich mal hier reinwerfen. Wir haben echt schon viele Schweine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 oder 21 Schweine. Ich weiß nicht, ob ich da einen doppelt angeklickt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt komme ich wieder nur auf 18, aber da hinten hat das schon wieder die Zeichnung weggenommen. Um die 20 Schweine. Also kann man was mitmachen. Ja, und da hinten auch nochmal. Zack. Ein bisschen wenig für die, aber egal. Weiß nicht, wie viel Samen ich habe. Ich guck dann. Ich glaube, wir machen das mal. Weil die Rübensuppe. Aber dass der dann immer schneller läuft. Hallo? Die Rübensuppe. Da müssen wir auf jeden Fall noch mehr herstellen. Und das ist echt etwas, wo man nicht viel farmen muss. Und Fleisch, das sammelt sich immer mal an. Wenn man das länger nicht gebraucht hat. Wir haben mindestens 3 Stacks. Sind jetzt auch nur 60, aber wir brauchen ja 3 Rüben und ein Stück Fleisch für die Rübensuppe. Von daher geht das. Sind jetzt 57 Stück. Die Samen brauche ich jetzt gerade nicht. Ich gucke nochmal, wie viel wir im Lager haben. Und wenn es gleich dunkel ist, gehen wir mal zum Hafen und schauen uns den Leuchtturm bei Nacht an. Oh, da waren ja auch noch welche drin. Sehr schön. 75 Stück. Fleisch, genau. Oh, ist gar nicht so viel. 43 nur. 2 Stacks. Samen. Wir haben aber... Oh, das wird auch langsam wenig. Das heißt, wir müssten da oben auch mal wieder ein paar Rüben pflanzen. Wie viel nehmen wir denn mit? Komm, 20. 20 kriegen wir da rein. Ich dürfte jetzt auch wieder 3 Stück rausbekommen. Kann ich ja abernten. Ja, plus 3. Ist es immer 3? Nee, ja doch. Er multipliziert nur. Oh, das ging gerade gut. 75, 8, bleibt dabei? 78 Stück. Na. So, passt doch. Perfekt. Und hier kommen jetzt wieder Rüben. Das mache ich aber immer ein bisschen enger. Wenn die Ruckler nicht wären, wäre das so geil. Oh, und die Ausdauer natürlich. Also ich finde das Beet so ziemlich cool. Man kann das schon ein bisschen linearer anlegen, alles. Ja, könnte ein bisschen knapp werden. Gönn dir doch mal was.
Ja, die Abstände sind jetzt hier nicht so nicht so optimal. Ja, komm, egal. Wo habe ich den gehört? Draußen wieder, oder? Der war aber recht nah. Ich würde immer... oh, Entschuldigung. Ich würde immer noch gerne wissen, ob die hier auch die Beeren von den Sträuchern essen. So, ist immer noch nicht ganz dunkel. Dann machen wir in der Zeit Rüben. Dann gehen wir mal runter zum Hafen, nehmen Holz mit. Das sollte ich nicht vergessen. Und war doch, glaube ich, alles, oder? Rüben Eintopf, ja. Ist eine 3 da unten. Da bleibt sogar noch Fleisch übrig. Das geht aber eh nicht auf. Macht ja auch nichts, weil wir eh nicht nur Rüben haben. War's schon wieder. Naja, immerhin. So, 5 nehme ich mir weg. Hallo? Achso, geht ja so wieder nicht. Ey, da haben wir echt noch voll gut Fleisch. Gemüse und die Rübensamen. Wie viel sind das? 59. Ja, man muss eben dranbleiben. So, Holz nicht vergessen, ganz wichtig. Oh. Warum liegt denn das da drin? Ah nee, ist eigentlich richtig. Aber ich kann auch einen Stack nehmen. Machen wir das so. Und jetzt sieht man auch gleich schon von weitem den Leuchtturm. Also ich weiß nicht, die Render Distance habe ich ja nicht ganz hochgeschraubt. Unter Lags. Und wenn es neblig ist, natürlich sieht man es auch nicht. Ah, guck mal, es leuchtet doch schon sehr, sehr gut. Oh! Kobolde! Genau dazwischen, oder was? Aua! Da ist nur einer mit einem Speer. Oh nein, die sind immer doof. Boah, war knapp. Ha! An meinen Giftpfeilen gestorben. Aber wo die Kobolde herkommen? Ich meine, das ist ganz praktisch, ne? Das Schwarzmetall muss man da nicht immer zwingend mit einem Schiff ranholen. So, guck mal, wie schön der Leuchtturm leuchtet. Ja, das war doch voll drauf. Oh, komm, dann eben nicht. Man könnte überlegen, ob man noch ein paar Glibberfackeln dran setzt, aber ich finde es so erstmal okay, das kann man ruhig so lassen. Aber der leuchtet doch richtig nice. Mal ein Screenshot, ein Thumbnail machen. Setzen wir uns hier so hin.
Genau. So, jetzt müssen wir uns hier nur darum kümmern, dass wir es auch mal zubekommen. Das Problem hier ist jetzt leider. Obwohl, er geht ja da dran. Und dann ist er eigentlich nicht so schlimm. Hier aber. Hier habe ich den damals so da reingesetzt. Er guckt zwar dann ein Stück raus. Naja, genau so. Aber das ist doch viel mehr Platz als da. Nee, das haut nicht hin. Hallo? Seh nix. Wenn wir unten anfangen, hier haben wir auch keinen Matchpunkt. Den da reindrücken und dann. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, der guckt dann echt sehr weit. Och, es geht aber. Jetzt gar nicht so schlimm. Und vielleicht geht das hier genauso. Ja, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht, die Ecke da. Und den jetzt noch zu setzen, würde dann doch zu weit nach oben raus gucken. Hier finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil da ist es ungefähr genauso. Ja, die in halb, ne? Das wäre natürlich cool. Das damit zu verschönern sieht auch nicht aus. Oder wir machen es anders. Guck mal, was das gibt. Kann man auch so machen, ne? Dann machen wir das hier unten noch so zu. Dass die kleinen Nixen da nicht reinkommen. Oder so komplett? Keine gute Frage. Ja, das ist, glaube ich, viel zu weit dann. Und wir müssen die hier. Die innen können eigentlich wieder weg. Er will die nicht. Ja, mal gucken, wie das aussieht vom Weiten. Ja, ich bin irgendwie hier nicht ganz zufrieden damit. Der Abstand ist halt nie der gleiche. Jetzt hast du hier unten zu viel Platz dazwischen. Dann lieber weg, das ist ja eigentlich auch eher so. Das soll so ein bisschen suggerieren, dass das hier unter dem Boden verankert ist, ne? Außer jetzt, wo der Durchgang ist, aber hier, wo die in den Boden reingehen, dass das eben das Gegengewicht hier zu dem ganzen Konstrukt ist. Das wird noch alles später geschmückt mit Bannern und dann sieht es auch nicht mehr ganz so kurios aus. Weil noch finde ich das selber nicht so ganz schick. Man kann es vielleicht auch weglassen einfach. Oder man lässt eben nur das. Hier kann man es ja niedriger machen. Ja, ich möchte da jetzt nicht zu sehr dran rumdoktoren. Doktoren.
Ach, guck mal, hier war ich auch noch gar nicht fertig. Auch schön, wird's wieder hell? Ja, geil. Da haben wir ja die Nacht schon überstanden. Ich wollte eigentlich jetzt gerade ins Bett gehen. Das kann ruhig so ein bisschen offen sein, alles. So, da waren die auch noch drin. Komm her. Schlag dich. Zu Brei. Richtiger Brei. Oh, guck da oben. Holz. Oh, ruckelt das. Ich habe ein Thread auf Reddit gefunden, der ein bisschen Abhilfe schafft, was die Lecks angeht. So, den hatten wir aber da so drin, ne? Ne, warte. Den hatte ich anders da drin. Wie habe ich den da reingesetzt? Ah, ich glaube von unten ein hoch und dann da rein. Das könnte so hinkommen. Geht bestimmt auch da dran. Oh Mann, ich bin doch genau da drauf. So, das lasse ich mal. Und wir sehen uns im nächsten Part. Da machen wir hier mal Store schick. Das, was noch nicht vorhanden ist. Ich weiß noch nicht, was ich nehme, aber das werden wir dann sehen. Bedanke mich und hau darin. Bis dahin. Tschüss.